Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde von Hogwarts Legacy. Und ja, wir machen weiter hier. Und bevor wir aber zu Professor Hagrid gehen, würde ich sagen, helfen wir Zenobia noch ein bisschen weiter. Wir wollten hier ihre Steine retten, suchen und ja, ich glaube, ich habe, wenn ich es richtig gemacht habe, dann habe ich auch die richtige ausgewählt, die richtige Aufgabe. Dann laufe ich hier mal durch. Und suchen ein paar ihre Koboldsteine. So, sehr gut. Ja, hier oben ist der nächste. Revelio. Irgendwo da oben wahrscheinlich eher. Da oben hier. Arceus 4. Das ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. So, und hier im Turm ist auch noch einer irgendwo. Suchen wir ihn mal. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ja. Ja, da oben tatsächlich. Da ist der nächste. Sehr gut. Haben wir zwei weitere gesammelt. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Gut, geht's da unten weiter. Und dann da hinten rüber. Das ist echt verwinkelt. Das haben sie. So. Ja, man merkt schon. Haben sie echt sehr, sehr gut gemacht, dass das hier so verwinkelt ist. Das ist sehr cool. So. Dann laufen wir durch. Und dann durch diese Tür hier. Natürlich, wir ewig brauchen zum Laden. Tack. So. Sehr gut. Wir müssen nach oben. Für den nächsten Koboldstein. Dann suchen wir mal. Und hier vorne ist er dann. Ist auch noch so ein Rätsel. Aber wir wissen noch immer nicht, was das genau bedeutet. Werden wir noch erfahren. So, ich so sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule sind, oder ja. Steine finde. Ja, sehr gut. Lumos. Oh. Sehr gut. Eine Handbuchseite gekriegt. Okay, oh, hier oben könnte noch ein Stein sein. Müsste aber höher oben sein. Geht's nach unten. Da drüben geht's nach oben. Ja, ich denke, wir müssen nach oben. Zack, zumindest. Unser schöner Questmarker oben. Und hier geht's weiter hoch. So. Hier ist dieses das Ding wahrscheinlich zu dem anderen. Okay, die ist immer noch nicht da. Nee, hier ist das dazu dann. Ist auch noch was? Keine Ahnung. Wir kommen auf das Rätsellösung bestimmt. So. Jetzt auch mal höher. Wir hätten hier einen Koboldstein. Oder? Ist aber nicht hier. Woanders. Hier ist auch noch was, das wir aktivieren können. Zum großen Treppe. Dann gehen wir mal hier hoch. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ja, da ist der nächste. Sehr gut. Geht hier einmal rum. Schön. Kann ich die Truhe hier öffnen? Jo, kann. Schwarz karierte Langmantel. Ist aber offenbar schlechter, sagt mir das Ganze hier direkt. Jetzt, wo wir hier sind. Dann geht's hier wieder runter. Gut. Jetzt sind nur noch eine, wir machen das jetzt noch kurz hier komplett. Und dann haben wir die Aufgabe erledigt. Nein, hier geht's nach unten. Wir müssen nach oben nicht sein, wir müssen nach unten. Ist der? Ach, hier. Da ist nichts. Aber er zeigt uns an, dass er da oben wäre, oder? Ja, eigentlich schon.
Sehr interessant. Warum führt ihr uns doch wieder hier hoch? Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. So, noch einer. Hier drin ist er also. Okay. Hier oben ist es hoch, oben. Sehe ich ihn? Zaubertränke war neulich schrecklich. Ich sehe hier keinen. Doch, da ist er. Akio. Sehr gut. Der letzte von Zenobias Koboldstein. Ich sollte zu ihr gehen. Okay. Dann... Wo ist noch eine Truhe? Sieht vor der Mittagsschuluniform. Können wir mal reinschauen. So, der ist schlechter. Und hier ist das andere. Das ist besser als das hier. Können mal hier auf F. Erscheinungsbild. Okay, ich sehe jetzt hier keinen großen Unterschied. Die stilvolle, ne, ist die mit stilvoller Weste. Vertrauensschüler. Die ist besser, aber dann. Ist jetzt da kein großer Unterschied. Keine Ahnung. So. Kehren wir zu Zenobia zurück. Und danach zweiter mit der Hauptstory, sag ich mal. Ja. Und hier runter. Die Kiste hinter, aber auf der Indie kommen wir noch nicht. Genau. So, das ist ein beinahe schneller als die Treppe hier. So. Und dann gehen wir hier rein. Schöner blauer Gang. Sehr, sehr cool. So, und wir dürfen hier runter rennen. Da sind wir durch die Tür. Jojojojojo, das strahlt aber hell. Jojojo, hallo? Ein Zauberlack. Vielleicht laufen wir nochmal die Treppen runter und rennen hier nicht jedes Mal. Na, wieder zu weit. Hier müssen wir lang. So. Geht auch in die Richtung, geht's ja auch zum Hauptauftrag, das ist gut. Sehr schön, die jetzt hier runter. Jetzt da lang, dann hier lang. Das Ding, was wir zerstören können. Und dann wieder reparieren können. Ich hab Spaß dabei. So, da ist Zenobia. Ich hoffe, du hattest mehr Glück als ich bei der Suche nach meinen Koboldsteinen. Ja. Hallo, Zenobia. Ich habe deine Koboldsteine. Wirklich? Das hatte ich nicht erwartet. Wie hast du das geschafft? Mit Azio. Gesunder Menschenverstand und etwas Magie. Und? Gibst du mir meine Koboldsteine? Nein. Ach du Heilige, können das tatsächlich? Ich glaube, ich behalte sie. Nein. Ja, natürlich. Natürlich. Es sind ja schließlich deine. Oh, wie toll. Ich werde alle meine zukünftigen Siege dir widmen. Da fällt mir ein, ob wohl irgendjemand im Gemeinschaftsraum Lust auf ein Spiel hat, jetzt wo ich meine Steine... Ich glaube nein, aber... Probier's. Es war ganz schön anstrengend, sie wiederzuholen. Jetzt spielen sie bestimmt mit. Gute Idee. Ja, nicht wahr? Oh, wir werden so viel Spaß miteinander haben, wenn all die Verlierer besprüht werden. Und ich nicht. Also gut. Das hat sich nicht gebessert. Wünsch mir Glück. Sie hat sich echt nicht gebessert. Wir bekommen Sammlungen und Nebenaufträge, sehr gut. Und die kleine Zenobia läuft weg. Gut. Wir müssen zu unserem Hauptauftrag darüber. Ich glaube, wir müssen tatsächlich irgendwie darunter. Wir gehen auf die Karte. Karte ist M. So, wir müssen hier rüber. Wissen die Geheimnisse, wo noch geht das? Wissen Stufe 3, ja. Muss ein Feuer machen, Zauber, okay. Nicht länger verfolgen. Wir verfolgen jetzt, ja. Gut, dann machen wir das. Wir sind natürlich zurück, ja, aber klar.
Hier oben ist Hackett. Oder? Naja. Ja, ist diese alte Dame hier. Sehr interessante Augen da hinten. Ich glaube, wir haben etwas zu besprechen. Ja, das ist korrekt. Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut, Professor Feig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Klingt vielseitig. Ja, ist trotzdem ganz gut. Aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Ja. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Na egal, okay. Zwischenaufgaben nochmal. Okay. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Zwei Runden die Quartzstäbe gewinnt. Eine Runde Training in Zauberkombination mit Luke und Bradley durchführen. Okay, also wir müssen nochmal. Scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Das Kämpfe mit denen. Dann machen wir das. Suchen wir sie auf und spielen, üben noch ein bisschen das Kämpfen. Weil wir haben gegen den ganzen Troll gewonnen, also eigentlich bin ich auch sehr gut gerüstet. So. Dann geht es hier durch diese Tür einmal durch. Bin ich extra langsam gelaufen, es lädt trotzdem noch Ewigkeiten, alter Schwede. Noch immer langsam laufen. Okay, er läuft, rennt hier gerade automatisch. Das ist ein normales Rennen. Das müssen sie echt verbessern. Rebellion. Dich nehme ich mit. Handbruchseite. Heimgesuchte Toiletten. Ja, man ist ganz dringend nötig, sollte man diese speziellen Toiletten meiden, da sie einer von Peeves Leaves dort für Streich ist. Ja, das haben wir schon gesehen. Sehe ich auch irgendwas noch? Da oben ist noch was, ja. Einwandgemälde. Aber Lumos. Da ging ja noch nicht. Das haben wir noch nicht gelernt, den Zauber dafür, den wir hier brauchen. Ist noch was? Das hier aber. Und hier ist eine Truhe, ja, tatsächlich. Gibt's da bessere Ausrüstung? Mahagonische Handschuhe. Hättest du nicht gesehen? Schau mal hier. Oh, wir können die Burgunderrot für den Handschuh anziehen. Aber die fingerlosen Mahagonifarbenen. Die sehen schon stylisch aus. Ja, die nehmen wir. Und schon 15 Verteidigung jetzt. Und hier noch eine Sammlung. Klicken wir noch uns durch. Zack. Sind die zwei. Hier ist auch noch das jetzt neu. Und hier haben wir erkundungsmäßig. Genau. Das ist Kugelviolett. Ein weiß geringes Stildesign in Violett. Das sind wahrscheinlich das dann 5 Nebenaufgaben. Scheint irgendwie sowas in der Richtung. Aufträge ist was. Eine kurze Scherbe, zweite Runde. Mit Luke und Bradley, da sprechen. Der ist aber auch da unten, glaube ich. So, Aufträge. Können wir was einsammeln, glaube ich, hier. Genau. Lösungen einsehen. Sehr gut. Und Handbuchseiten. Können wir das auch nehmen. So, sehr gut. Unser Inventar. Also, mehr Sachen. So, die Ausrüstung ist das. Ausrüstung, Zauberstabgriffe. Oh. Können also hier einen weiteren. Das. Will ich das? Nee. Geben wir irgendwas? Nö. Dann machen wir es nicht. Wollen wir gerade nicht Sachen hier noch gekriegt? Ich weiß gar nicht. Da haben wir ja noch Sachen gekriegt. Hier gibt es keine neuen, besseren Sachen. 5, 7. Nö, der Traffic, das ist der beste. Gut. Dann passt das mal so alles. Mehr Sammlung. Wie viel die Sammlung? Joghurtzahnschuhe doch. Die sind neu letztlich. Gut, jetzt passt aber alles. Jetzt können wir weiterziehen. So. Hier müssen wir lang. Da ist die Tür. Drehe. Okay.
Lumos. Repare. Accio. Legioso. Ah, so geht's. Okay, sehr gut. Kommen wir die Handbuchseite ein. Haben wir jetzt auch gelöst, das Problem. Bereit für die nächste Runde? Denke schon. Ja, das ist Luca Bradley, genau. Mal sehen, wer auftaucht. Es gibt hier niemanden, der... Hallo, ich stelle die nächste Duell schon. Ich kann mir... Stell die nächste Duellrunde schon bereit. Hallo, Lucan. Steht die nächste Duellrunde schon fest? Aber natürlich. Das wird ein äußerst spannendes Duell. Okay. Und? Nächste Runde? Ja, wir sind bereit. Kaum erwarten. Los geht's. Großartig. Trittst du mit einem Partner an? Könnten... Wir machen mit Zello. Ja, Sebastian. Dann kann's ja losgehen. Okay. Bereit für dein Ende? Tja, Mädels. Oh, und nun. Verzeihung im Voraus. Nee, aber ich kriege mir schon down. Adeptin Runde. Okay, durchbricht violette Schilde mit Kraftzaubern wie dem Aufrufezauber Azio. Okay, Zielanvisierung, Capstock, glaube ich, jetzt. Ziel, also, okay, mit Azio, also ist auf der, Azio liegt auf der 4, kann ich violette Kraftdinger zerstören. Okay. Das etwa alles? Also, hier. Nur nicht zurückschrecken. Protego. Levioso. Levioso. Sieger aus. Ja, das hab ich. Das war in meiner Wette. Protego. Hier hebe ich gern. Nice. Ich will gerne ein bisschen weglaufen. Okay. Oh, wir haben gewonnen, ja. Wie ist es nicht so gut, dass ich die ganze Zeit nach vorne laufe, obwohl ich ja nicht mal B drücke. Aber wenn ich kämpfe, rutsche ich ein Stück nach vorne. Das ist irgendwie nicht so gut. Bravo! Ich habe nur mein Bestes gegeben. Das hast du wirklich. Du warst den anderen Duellanten zwar schon aufgefallen, aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Yay. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen oder wenigstens überleben willst. Okay. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. Okay, cool. Und in der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. Ich müsste noch mal mit dir reden. Ja, wir haben Kreuz und Schwert zweite Runde abgeschlossen. Aber ich muss mit dir noch mal reden. Hallo, Lucan. Kann ich mit der Puppe üben? Ja. Natürlich. Ich hole sie und gebe dir eine Liste mit Kombinationen zum Üben. Okay. Bist du bereit, es zu probieren? Ja, natürlich. Let's go. Das wäre wundervoll. Wirke all deine Zauber, bevor die Puppe landet. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Mhm. Nein, wollen wir nicht. Mhm. Okay, irgendwo Arzio oder nach 4? Accio. Sehr gut gemacht. Okay, Levioso. Levioso. Ausgezeichnet. Levioso. Ups. War fail. Und nochmal. Zwei. Levioso. Ist nicht. Ich verkack das. Okay. Nochmal. Von vorne so. Zwei. Irgendwie Spam. Mach ich zu viel Spam-Klick, glaube ich. Leider hat's gelegen. So. Genug geübt, würde ich sagen. Du hast dich gut geschlagen. Danke, Lucan. Ich finde, man erkennt seine Schwächen besser beim Üben als im Duell. Jetzt bist du ein furchterregender Gegner. War nicht so überzeugt. Okay. Auch abgeschlossen. Aufgabe erledigt. Ich bin so Professor Hackett. Was die Frage, ich eigentlich würde ich gerne nochmal mit ihm spielen. Kann ich das? Lucan, ich will mit dir reden. Da komme ich nicht rein. Lucan, Lucan! Das finde ich um. Levioso. Levioso. Hallo? Schwebe. Komm zurück. Okay, gut.
Gehen wir zurück zu Professor Hackett. Hier ist nur so stand. Ich bleibe wohl lieber bei Tränken. Das sind die drei, gegen die wir gekämpft haben. Ich bin ausgeschieden. Vielen Dank auch. Ich muss sagen, dass wir danach hier die ganzen Leute stehen, gegen die wir verloren haben. Gegen die wir gewonnen haben. So. Dann warten wir unten. Und hier lang. Können wir reingehen? Nö. So. Und euch eigentlich abreden? Nee, können wir nicht. Euch auch nicht. Okay. Ist okay, so. Naja, wenn ich einfach die normale ohne das Sprinten mache, dann geht das auf jeden Fall, dass wir hier gut durchkommen. Dann sag ich, dass da oben ist für eine Mission. Ist irgendwo über uns. Ja, machen wir nicht. Irgendwie ist, was? Weiß nicht, ob das ein Schloss ist. Irgendwie nicht. Komm, wir schauen mal hoch. Eck. Wir müssen noch mal höher. Und noch höher. Hier ist die Mission. So. Da. Hallo. Vielleicht kannst du mir helfen. Affe Plumley. Schauen wir mal. Hallo. Guten Tag. Hallo? Hast du mich gerufen? Genau, ja. Ich dachte, du hast Interesse, mit mir ein kleines Abenteuer zu erleben. Irgendwann bestimmt. Genauer gesagt, folgen wir einer Schatzkarte. Du hast doch nichts gegen eine kleine Verschnaufspause vom Kampf gegen Trolle, oder? Ich habe Poppy gefragt, aber sie konnte sich nicht von ihrem Knuddelmuff losreißen. Ich habe zwei Karten gefunden. Beide führen zu Orten rund um Hogwarts. Willst du dir eine ansehen? Klingt faszinierend. Einer Hogwarts-Schatzkarte folgen? Ich bin dabei. Wunderbar. Hogwarts fasziniert mich. Du kannst den Schatz behalten, auf den deine Karte hindeutet. Ich will nur wissen, wohin sie führt. Okay, ich bin schon mal, wo ich anfangen soll. Wo sollte ich mich zuerst auf die Suche machen? Nach einem flüchtigen Blick auf deine Karte würde ich vorschlagen, irgendwo bei Hackets Klassenzimmer anzufangen. Vielleicht schau ich mal an. Na gut. Ich gehe auf Schatzsuche, wenn ich Zeit habe. Na gut. Wir treffen uns hier, wenn du was gefunden hast. Machen wir. Danke. Okay, hier ist das hier kennen wir. Hier ist eine Schlange. Und hier ist eine Tür. Und hier ist ein Zauber auf so ein Bild wirken. Das ist der Leviose Zauber. Und jetzt Arzo. Arzo müssen wir wirken. Ja, aber wir müssen leider unten jetzt dafür. Ersten Orientierungspunkt. Ja, aber wir, da wollen wir jetzt noch nicht hin. Wir wollen zu Hackett. Zack. So, noch eins runter für Hackett? Ja, ich glaube schon. Ja, hier war Hackett. Oh, hier geht noch eins weiter unten. Aber der Ding zeigt eigentlich nach oben an. Wir müssen höher. Okay, interessant. Tü-tü-tü-tü-tü. Nein, das sind Toiletten. Hier wollen wir nicht rein. Ich sage ja immer, Reisen erweitert. Ich habe mich verlaufen. Wir wollen noch zu Eckert. Hm? So. Na, das sind die Geheimnisse verbunden im Teil. Okay, verstehe. Hier ist noch die daedalischen Schlüsse. Astronomieturm. Orientierungspunkt. Nein, aber ich möchte Aufträge. Wir wollen uns Hackett zuerst. So. Ja, okay. So. Aber doch unten, dachte ich es mir doch. Ich lag doch richtig, dass wir runter müssen. Dann hier rüber, genau. So. Ist ja noch eins runter dann. Ist ja eine Katze. Wir streichen sie noch. Katze. Oh, cute.
Gibt viele süße Katzen hier. So, dann geht's weiter. Hier runter. Ja, hier waren wir. Nee, weiter runter, okay. So, das ist hier nur der. Das hat auf mich geblinkt. Ja, ist nur da oben. Da müssen wir da rein. Ah, ein Nashornskelett. Okay. Ich bin auf der richtigen Spur. Jo, da gehen sie dann aber später hin. So. Also Hackett. Ich hoffe, Mr. Brattleby konnte sie unterbringen und dass sie erfolgreich in ihren Bemühungen waren. Immer doch. Ich habe Ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Hackett. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Hoffentlich. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Beginnen wir. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Yay, natürlich. Konzentration und halten Sie den Zauberstab ruhig. Jo. Also müssen Leertaste, F, Leertaste, Leertaste. Sehr gut. Incendio ist unser. Und Zauber freigeschaltet, sehr gut. Du hast genug Zauber gelernt, du musst dein Zauberset mit Incendio ausrüsten. Dazu musst du dich in einen dazu musst du ihn mit einem anderen Zauber austauschen. Zauber austauschen. So, hier ist Incendio. Ziehen um Zauber. Okay, wir ziehen. Welchen werfen wir jetzt raus? Du musst raus. Gut. Dann. Das war mutig. Ups. Sie werden besser. Bleiben Sie dran. Und versuchen Sie, sich nicht zu verbrennen. Jo. Sehr gut. Dann. Ja, Schatz, ja, Zwischen. Klar, auf kurze Distanz entfernen. Jo. Ist das schon fertig? Oder müssen wir uns da weiter drauf fahren? Auftrag verfügbar. Geht zu Professor Fick zurück, okay. Ein Professor Fick, oh, nicht sie. Noch was? Hm. Und Jossi ansonsten gut passt. Dann können wir jetzt zu Fick zurückgehen als nächstes. Aber bevor wir das machen, beende ich diese Folge erstmal mit diesem wunderschönen Bild von diesen Hexen, Zauberern und sonstigen Dingern. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt mir das Ganze auch in die Kommentare rein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.